Das gibt's jetzt. Snack for Future. Buffalo Würmer. Ich habe mit Heuschrecken schon gekocht. Kein Wok. Das wird jetzt ein Wok, weil es so ziemlich das Einfachste ist. Das heißt, Gemüse zuerst schneiden, reinhauen, ein bisschen anbraten. Reis mache ich extra. Den koche ich extra hinaus. Der ist hier drinnen. Und ganz zum Schluss kommt dann noch das Zeug drüber. Ich darf es gar nicht schütteln. Mir wird selber schlecht, wenn ich schüttel's. Zur Sicherheit habe ich mir doch eine Kotztüte geholt. Also es ist nicht Teil meiner normalen Ernährung, aber ich bin experimentierfreudig, also ja, ich habe sie schon gekostet. Es ist als knapper Sache gedacht. Das heißt, es schmeckt nach nicht viel. Sie beschreiben es leicht nussig, knusprig, aber im Endeffekt schmeckt es nicht nach sehr viel. Aber zur größeren Frage ist, warum? Warum sollte ich das essen? Warum will ich das essen? Erstens mal die Nährwertangaben, wenn man hier schaut. Hier sind 125 Gramm drinnen. Bei 100 Gramm habt ihr 60 Gramm Proteine. Das ist mal ein guter Grund, warum man das essen kann und soll. Aber ihr seht schon, dass da 125 Gramm ziemlich viel drinnen ist, also es wird vielleicht eine knappe 50 Gramm Portion, weil dann stehen die Würmer ja schon raus zum Kopf. Man wird nicht viel mitbekommen vom Geschmack oder von irgendwas, wenn man es, ich darf es nicht zu viel anschauen, wenn man es isst. Voll schon. Und vor 125 Gramm habe ich über 20 Euro ausgegeben. Das ist anscheinend normal bei Insekten zurzeit, die man für menschliche Nahrung kaufen kann. In der Tierhandlung ist es ca. so 5 Euro für 500 Gramm, aber laut Internet, laut den schlauen Leuten im Internet, kann man die Mehlwürmer und die Würmer aus der Tierhandlung nicht nehmen, weil sie für den Tierverzehr gedacht worden sind. Sie haben geschrieben, dass sie die Innereien nicht rausnehmen, obwohl man, wenn man sich die Würmer genau anschauen will, man kann darüber zweifeln, aber wenn das Internet das sagt, und bevor ich jetzt 2 Stunden oder so über das Internet rede und was man glauben kann und was nicht, gehe ich lieber auf Nummer sicher und kaufe welche für Menschenverzehr und nehme die zum Kochen, statt die billigeren aus der Tierhandlung. Also das ist die Nummer sicher Variante, die einfach mehr kostet. Der Unterschied hier ist Buffalo-Würmer mit ein bisschen mehr Proteinanzahlen oder ein bisschen mehr Proteingramm und die Mehlwürmer ein bisschen größer, nicht zu genau hinschauen, mit 54 Gramm Protein pro 100 Gramm. Und das wird auch wahrscheinlich so eine zwei Portionen sein. Ich werde das alles mit Kochvideos bearbeiten. Wok jetzt mit Reis, wahrscheinlich in Salat werde ich es noch reinhauen. Und wahrscheinlich werde ich beides auch auf Englisch machen. Why not? Ich werde euch alles verlinken und ein paar andere Webseiten zeigen, wo man sowas kaufen kann. 2 Webseiten. Hier haben wir schon mal die Gemüseauswahl, die ich mir jetzt rannehmen werde. Zuerst werde ich diese Sachen rausbraten. Kohlrabi, Zucchini, ein bisschen Melanzani noch und Sellerie. Dann das kommt dann später hinzu rein. Zuckererbsen oder Kaiserschote und dann kleine Jungzwiebel noch. Dann werde ich es mit einer salzreduzierten Sojasauce ein bisschen anbraten. Wenn ich die Sojasauce reingebe, gebe ich die Würmer dazu rein. Kumin wird für die Verdauung sein. Überhaupt, wenn ihr noch nie Insekten gegessen habt, kann sein, dass es leicht Blähungen verursacht, so wie gewisses Gemüse auch. Paprika, bisschen zum Nachwürzen, Zitronenpfeffer zum Nachwürzen und dann noch ein paar Kräuter zum Nachwürzen. Rosmarin nehme ich, weil es so ähnlich ausschaut wie die Würmer. In meinem sehr schönen und überhaupt nicht uralten Reiskocher koche ich jetzt Reis.
Ja, falls ihr euch fragt, warum ich nicht die Buffalo-Würmer gleich dazu reingebe, ist, weil ich sie wahrscheinlich zu Tode kochen würde. Und bei vielen Sachen, so mehr sie zu Tode kocht, umso mehr Nährwerte gehen verloren. Und da die ja schon essfertig sind, also die kann man direkt essen als Snack, deswegen steht auch Snack für Future oben, würde ich sie wahrscheinlich zerstören. Deswegen kommen sie ganz zum Schluss rein, damit sie nicht zu zerlegt werden. Gemüse ist geschnitten. Ihr solltet zuerst mal schauen, dass euer Reis oder eure Nudeln fertig sind, bevor ihr mit dem Weiterkochen anfängt. Nicht, dass ihr die Pfanne einschaltet, alles reinhaut und dann Panik kriegt, weil die Kohlenhydrate nicht fertig sind. Und ich habe Reis genommen, weil ich weiß, dass sie ähnlich ausschauen als die Insekten und dadurch ein psychologisches Spiel spiele, dass es nicht so eklig ist, was es auch nicht sein sollte. Jo. Also, Pfanne ist fast warm. Reis ist so ziemlich fertig gekocht. Ich hau mir mal mein Gemüse hier rein, lass das ein bisschen anbraten und werde dann das restliche Gemüse schneiden. Hier. Gemüse bratet, bei mir auf Stufe 6. Vorspiel war auf Stufe 9. Ein bisschen lasse ich es anbraten, bis man ein bisschen einen Unterschied merkt. Circa einen Song oder 3 Minuten. Dann kommt das Kleingramm-Gemüse hinein. Dann der Reis mit Kurkuma, ja, das ist der Reis. Und dann zum Schluss die Insekten und dann gebe ich die Sojasauce drauf. Gewürze und Kräuter. Naja, die Gewürze kommen dann noch nach der Sojasauce und die Kräuter ganz zum Schluss, wenn nichts mehr dampft. Reis war noch sehr körnig und für die Insekten gibt es jetzt die Nahaufnahme. Mal schauen, wie viel haben wir da. Das schaut nach mehr aus, als ich eigentlich geplant habe. Schaut leicht pervers aus. Jetzt mal umrühren. Noch immer auf Stufe 6. Mir wird leicht schlecht. Ja. Sojasauce dazu. Ich würde es gerne flächenhaft verteilen. Jetzt ganzen die Insekten. Alles rein, damit es schön Geschmack bekommt. Jetzt wird getanzt hier. Ja, ich fand die Heuschrecken vom Ausschauen her ein bisschen weniger ekliger. Ich werde es noch ein bisschen drüber würzen. Paprika, scharf, ganz wenig Kumin, weil das den Geschmack sonst zu stark verfärbt. Und weiter durchrühren und schauen, wie die, naja, es schaut nach einer guten Wokfarbe aus. Ich habe es umgerührt, jetzt schalte ich es direkt aus und lasse es mit der Resthitze noch ein bisschen anbraten. Und dann ist es essbereit. Dann nehme ich meine Kotztüte, das Wasser da hinten zum Runterspülen und die Kräuter haue ich noch drauf und dann wird gegessen. Ja, man schmeckt nicht wirklich irgendwas noch extra hinaus. Schaut leicht pervers aus. Ja, wenn man genauer hinschaut. Mal schauen, ich gehe ein bisschen den Dampf verteilen. Ja. 12 Leute kotzen jetzt. Okay. Und jetzt der Test. Ich darf nur nicht hinschauen und muss an was anderes denken. Am besten. Es ist nur knusprig und ich könnte wahrscheinlich ein bisschen schärfer verwenden, ein bisschen mehr. Ansonsten schmeckt man nicht viel.
Ja.